Da sind wir wieder mit unserem Let's Play Advance Wars. Oh yeah. Ja, wir haben in der letzten Runde Drake besiegt. Und jetzt geht es weiter. Wir verlieren wieder, wenn sie wenig bald aufbrechen. Hör auf zu quengeln, Igel. Schaut euch doch mal um. Nur Idioten segeln einfach so ein unbekanntes Gewässer. Wovon redest du? Der Sternkopf von Allstar hat Green Earth nicht angegriffen. Aber wir haben doch gesehen... Wir sahen, was wir sehen sollten. Und es geht um mehr als um die Kämpfe in Green Earth. Der gesamte Konflikt war von Anfang an geplant. Aber wie... Ruhe, ich sage, wir müssen das Blatt wenden und unseren mysteriösen Gegner entlarven. Testen wir meine Theorie an Orange Star. Ne, genau, immer an uns. Du meintest, das war nicht Andy? Okay, wir haben wieder die Auswahlmöglichkeiten. Entweder wir kämpfen Andy... Oder mit Max oder mit Tammy. Aber ich kämpfe natürlich am liebsten mit Andy. Ja. Jetzt lege ich los. Ja. Erstmal tut es mir leid, dass die letzten zwei Tage keine Folgen kamen. Sturm auf See. Ich hatte etwas universitär ein wenig viel zu tun. Fox, Andy, hier ist Nell. Könnt ihr mich hören? Was ist denn los? Drake ist wieder auf uns getroffen. Ihr müsst zu uns stoßen und unsere Missile-Einheiten schützen. Sie ist essentiell, wenn Orange Star erfolgreich sein soll. Achte auf das Schlachtschiff im Süden. Es ist auf Konfrontationskurs. Ich verstehe. Ich muss nur diese Missile-Einheit schützen, richtig? Du hast es erfasst. Kümmere dich nicht um deine Städte oder dein HQ. 10 Tage, Andy. Wenn du die Einheit 10 Tage lang schützt, kümmere ich mich um alles andere. Lass uns nicht im Stich, Fox. Okay, wir haben ein paar Einheiten. Oh, ich sehe, worauf das hinausläuft. Wir sollen die Missile-Einheit 10 Tage schützen. Seid ihr verrückt? Okay, wir wissen, dass Drake in Wasserkämpfen etwas besser ausgerüstet ist als wir. Das ist nicht ganz so toll. Wenn ihr im Hintergrund so ein bisschen klicken hört, das ist nur der liebe Morphus, den ich jetzt nicht extra für die Aufnahme nach Hause schicken wollte. Ich weiß nicht, wofür ich die L-Boote brauchen sollte, außer als Schussfang, wenn ich mich um nichts anderes kümmern soll. Zumal ich sowieso nichts besetzen kann. Aber... Zack, jetzt sehe ich weit genug, um zu sehen, ob da irgendwas ist. Ah, ich hätte auch damit angreifen können. Naja, das wäre natürlich interessant und klüger gewesen, aber egal. 10 Tage nur schützen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, worauf das mal hinauslaufen wird. Okay. Auf sowas wird das also hinauslaufen. Das dachte ich mir doch. Na, guck mal einer Schau. Die müssen wir also besiegen. Und ich wette, von da oben... wenn er da oben wirklich nichts hat, dann wäre das doof gewesen, die da hinzuschicken. So, wir schaden natürlich einfach den Panzern hier so ein bisschen. Weil wir können ja eh nicht viel machen. Viel bewegen bringt uns da nicht. Wir müssen hauptsächlich hier die Gewässer schützen vor den Schlachtschiffen. Alles andere ist ein Kampf, wo wir keine große Rücksicht auf Verluste nehmen müssen. So, und wir werden ihn aber da nicht besiegen, sondern ihn einfach nur schwächen, um ihn zurückzuschlagen. Genau. Dum, 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 dum. Verdammt. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Denn er kann alles sehen. Er kann uns nächste Runde mit 2 U-Booten angreifen. Und wir können nichts machen. Na super.
Kann er bis dahin? Ja, er kann bis dahin. Ha! Wir sollen uns nicht um unser HQ kümmern, hat er gesagt. Wir werden erstmal seinen Kreuzer wegballern, weil sein Kreuzer gefährlich für uns werden kann oder ist oder wie auch immer. Mit dem können wir eh nicht mehr viel Fische fangen. Oh, noch ein Kreuzer, natürlich. Aber nichts anderes als das Ding ist für uns gefährlich. Deshalb wir so ein bisschen vorrücken werden. So, wenn wir das überleben, was ich hoffe, genauso hattest du es geplant. Ah, verdammt, Tsunami. Ich glaube, er kann mich aber damit nicht zerstören? Fragezeichen? Ja. Wunderbar. Zwar ist mir die Speereinheit eigentlich relativ wichtig. Oh, er greift mein Elboot an. Das war's mit meinem Elboot. Und das war's mit meinem Schlachtschiff. Oder? Nein, sehr schön. Wir haben unser Schlachtschiff. Da er aber, wie es aussieht, nur da unten Schiffe hat, werde ich mein Elboot ganz nach da hinten schicken und versuchen, in den Gestaden zu sichern. Gabe einsetzen, natürlich. Wir kommen jetzt nicht sehr weit jede Runde, aber das ist nicht so schlimm. Hier sparen wir uns mal ganz kurz Treibstoff. Ah, das war unsere Sichtachse. Okay. Ist natürlich etwas doof jetzt. Wie weit kann denn unser Jagdpanzer gucken? 3 weit. 1, 2, 3. Verdammt. Wie weit kannst du schießen? Siehst du, wie die Panzer schießen in der Mission um Green Earth? Wir haben noch 6 Tage. Ist es uns das wirklich worth? Ich wette, wenn wir unser Hauptquartier verlieren, aber der hat bestimmt keine Besetzungseinheiten. Und? Ja gut. Das steht da ziemlich gut. Das war klar. Das verlieren wir jetzt. So, mit denen ziehen wir natürlich dahin. Ziehen wir mit denen hinterher. Ah, wir haben kein TTP. Nur noch 20, sehr schön. Viel anderes können wir gerade nicht machen. So einfach seine Panzerkräfte schwächen. Vor allem, er kann bis dahin sehen. Jetzt gleich nicht mehr. So, wir versuchen ihn einfach mal ein wenig auseinanderzunehmen. Das ist zwar dumm, aber uns bleibt nicht viel anderes übrig. Das war klar. Komm, überlebe, über. Bloß gut, dass wir den Jagdpanzer davor gestellt haben.
Kommt er mit dem Kampfpanzer wenigstens nicht durch. Das könnte wehtun. Wie bitteschön soll ich das 5 Tage noch durchhalten? Gar nicht anscheinend. Nein, ich soll das anscheinend gar nicht noch 5 Tage durchhalten. Wir werden sehen. Ob wir es erfolgreich geschafft haben, sie da oben aufzuhalten oder nicht. Den schicken wir erstmal bis hierhin weiter. Na, da oben wird er bestimmt was haben. Gehatten. Ja, das dachte ich mir. So, das war ein Teil seiner Panzer. Okay, er kommt langsam mit seinen Schiffen an. Allerdings weiß er wahrscheinlich nicht, wonach er suchen muss. 13 Einheiten, wenn ich den jetzt davor ziehe. Insofern dort jetzt keiner zufällig stehen bleibt, bin ich eigentlich relativ sicher. Bam, badam, bam, badam, 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 bam. Eine halbe Folge ist rum und wir sind auf Tag 6 angekommen. Mal schauen. Schade, dass das nichts auffüllt, oder? Füllt das was auf? Nein, natürlich nicht. Wir haben noch 8. Wie viel brauchen wir pro Tag? Bei bis zu 5 Einheiten pro Zug. Ich glaube, wir sind in dem eigentlich sicherer, aber wir bleiben da einfach. Und sind jetzt Tag 8. Wir müssen noch 2 Tage überleben. Das sollte er nicht schaffen. Tag 9. Er zieht seine Schiffseinheiten nicht weiter, weil er uns nicht sieht. Entschuldigt, dass ich euch warten ließ. Ne, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Und ich erstmal. Wir haben es geschafft, Leute. Du legst es wirklich darauf an. Co-Drake, wenn du weitermachen willst, musst du es mit mir aufnehmen. Jetzt werde ich Kiel geholt. Nell und ihre Truppen sind aufgetaucht. Sie sind zahlenmäßig überlegen. Zeit, die Segel zu hissen. Harte Kämpfe sind die besten. Ja, wir haben irgendwie nicht hart gekämpft. Und dass ich ihren Technikrang schlecht gekriegt habe, ist klar. Man kann das eigentlich ganz schwer nur verteidigen. Bestehende Daten überschreiben? Ja. So. Ich werde auch sicherheitshalber gleich mal so speichern. Ich weiß, ihr seht das, aber... mir egal. Jo, wie ich sagte, das ist ein sehr starker Gegner. Verdient ein alter Seebär wie ich nicht ab und zu mal eine laue Prise? Drake, hör zu! Was unsere Besprechung von neulich betrifft. Ahoi, Igel. Jetzt sollst du mal ins Wasser. Bekämpfe selbst das Sternenkorps... Korps... Sternenkorps... Sternenchor. Ich glaube, es wird nur Chor gesprochen. Ich frage mich die ganze Zeit schon wie. Orange Star und teste meine Theorie. Ich glaube, du hast recht. So, Igel, ich kümmere mich um ihn. Ja, jetzt lege ich los, ja. Igel als Luftkämpfer. So. Das ist jetzt das 3. Mal, dass ich es mit Igel zu tun habe. Jetzt wird es wird Zeit, ihn endgültig auf seinen Platz zu verweisen. Ich kriege ihn und frage ihn dann, warum er mir hinterherjagt. Ich träume wohl. Andy, meinst du das ernst? Fühlst du dich wohl? Fühlst du etwas im Schilde? Kommt schon, Leute. Ich fürchte, ihr wisst nicht, was es heißt, ich zu sein.
Ja, das weiß niemand so genau, glaube ich. Erstmal machen wir seine Fernkampfeinheit platt. Bam. Da, 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 da. Hm. Ich glaube, ich lasse ihn Tatsache erstmal ziemlich weit rankommen. Ziehe mit den ein bisschen hoch. Was haben wir denn hier unten noch? Da haben wir noch einen Bomber. Okay, den sollten wir also hier in der Nähe lassen. So, aber er hat eine Flak und ansonsten nur seine beiden Lufteinheiten zum Abwehren. Jetzt müssen wir stellen unsere Flak dahin, unsere Dings dahin und unsere Flak ziehen wir auf jeden Fall da hoch. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, zieht er seine Einheit, sein einen Jäger da runter und dem Bomber könnten wir Futter bereiten. Und zwar, wir geben dir den Speer, den brauchen wir hier eh nicht. Ist das das Feld? Ja. Lasst ihm uns den Speer zum große Kredenzen. So, dann nehmen wir ein Gebäude ein, auch wenn das nicht unbedingt nötig ist. Dich packen wir da rein. Geben euch noch Aktion. Darüber. Ah, ich erinnere mich. Ich glaube, diese Mission ist gar nicht mal so einfach gewesen. Da ich hier nicht viel anfangen kann, kommt es auch mit da hoch. Mein Husten bringt mich ein wenig um, deswegen werde ich jetzt mal einen Schluck trinken. Drag ist zwar überzeugt von seiner Hypothese, aber ich glaube sie nicht. Andy, die schnappe ich mir jetzt. Ah, ich glaube, ich weiß, was als nächstes kommt. Genau, also erstmal wird der gleich zerstört werden. Weil, was muttert Mut, ne? Kennt man ja. Die Frage ist, wird er da unten seinen Bomber benutzen? Nein, sehr schön. Komme ich hier irgendwie ran? Nein, damit komme ich nicht ran. Das heißt, den stelle ich dahin. Dann werde ich ihm hier aus dem Wald raus seine Knochen brechen, so ein bisschen. Ja, ich weiß, er wird wahrscheinlich meine Missile angreifen mit seinem Bomber. Mit dem kommt er da auch ran, aber gleich nicht mehr. Aber als allererstes will ich seine Jäger ein wenig verstümmeln. Weil mir die nämlich sehr gefährlich werden können, gerade meinen Bombern oder meinem Bomber. Bomber. Und da es für Luftkämpfe eh irrelevant ist, ob die im Wald sind oder nicht, da gibt es keine Deckung. Wobei sowas wie Wolken wären schon noch cool, wenn so eine Dunstwolke hier drüber hängen würde und dann könnte man da noch Deckung und so. So, du könntest aber gleich nicht mehr, weil den kannst du nämlich nicht mal angreifen. Bam. Jetzt könntest du nämlich nicht mehr. Sehr schön. Na verdammt, ich wollte ihn leeren. Da ist eine Mech-Einheit drin. Leute. Das ist nicht so cool. Zack, die haben wir weggenommen. Ah, ich wollte eigentlich den Raketenwerfer wegnehmen, aber na gut. Warte mal. Na doch. Feuer auf den Raketenwerfer. So, das sieht doch gut aus. Was können wir hier noch machen? Ah, wir können halt hier nicht viel machen. Wenn ich den jetzt da vorstelle, ist er ungeschützt. Also, würde ich sagen, was wir genau machen, das sehen wir in der nächsten Folge von Advance Wars am morgigen Freitag. Bis dahin und tschüss.